Eine ziemlich große Gruppe hier. Genau. Es gibt diesen berühmten, schönen Satz von Nietzsche: Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Musik ist für mich die vielleicht emotionalste Kunst. Musik erscheint in vielfältigsten Formen. Man kann also sehr schwer sagen, was ist Musik? Aber sie löst etwas aus. Sie löst eine große Emotion aus, obwohl sie eigentlich die flüchtigste Kunstform ist. Im Moment des Erklingens ist sie schon vorbei, ist sie schon verklungen. Und diese Magie des Flüchtigen ist vielleicht auch damit in Verbindung zu bringen mit dieser Magie des ersten Augenblicks, die einen erfasst, wenn man im Theater, in der Oper sitzt, und der für mich ein ganz entscheidender Moment ist. Wenn das Licht ausgeht, wenn die Gespräche verstummen, wenn etwas beginnt, wenn ein Vorhang quasi in eine andere Welt aufgeht. Ich bin über 4 Jahrzehnte lang Kulturredakteur der Salzburger Nachrichten mit Schwerpunkt auf der klassischen Musik, auf Oper, Theater, Konzert, aber auch Kunst. Ich stamme aus Graz, habe dort die Schule besucht, zu studieren begonnen, habe auch in den Anfängen ein bisschen Musik gemacht, Musikwissenschaft studiert und bin dann nach Salzburg engagiert worden. Und hier habe ich sozusagen mein Leben zugebracht. Man hat natürlich dem Lebensalter geschuldet einen ganzen Rucksack an Erfahrungen, den man mit sich herumträgt. Aber entscheidend ist bei jeder Vorstellung, in die man geht, mit einem neuen weißen Blatt Papier zu gehen und zu versuchen, aus der Emotion heraus, aus einer bestimmten Situation heraus, dieses weiße Blatt Papier jedes Mal neu zu beschreiben. Wichtig ist in diesem Zusammenhang vielleicht zu sagen, dass ich mich ja auch nie als Kritiker gefühlt habe. Viel wichtiger wäre mir, Kulturvermittler zu sein, Brückenbauer zwischen künstlerischen Leistungen und dem Publikum, das diese künstlerischen Leistungen begutachtet, gutiert, kritisiert, auch ablehnt. Jedenfalls Lust zu machen auf Kunst und Kultur. Und für diese Arbeit ist es wichtig, dass man selbst eigentlich wach bleibt und dass man das, was man tut oder getan hat, nicht als abgeschlossen betrachtet. Es gibt diesen schönen Satz: Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst. Ich würde mir nicht nur für mich selber wünschen, die Dinge nicht ganz so ernst zu nehmen. Das würde ich auch vielen jüngeren und jungen Kolleginnen und Kollegen empfehlen, die Dinge nicht ganz so ernst zu nehmen.